Also, Mappus ist weg. Jetzt ist wieder Luft zum Atmen und sich mal der richtigen, wahren Literatur, die ja eine Kunst ist, zu widmen. Das Kapitel aus Nova Express von William S. Burroughs. Dann pack deine Hermeline. Dann pack deine Hermeline, Mary. Wir hauen hier ab und zwar sofort. Das hab ich schon mal ablaufen sehen. Die Opfer machen Scherereien. Und die Potente taucht auf. Erinnere mich, als ich mit Kalkstein schon reiste bei der Kohlensäure-Tour. Das Ding lief so. Er mietet ein Amphitheater mit Marmorwänden. Er ist ein Steinmaler, verstehst du? Der kann einen Fries schaffen, während du wartest. Er legt also seinen Taucheranzug an, gleicher alter Trick wie bei den Surrealisten, und ich bin oben auf einem hohen Piedestal und pumpe ihm Luft drüber. Also dann fängt er an, diese Kalkstangenmauern mit Salzsäure zu bemalen, und indem er sich mit Luftstrahlen hin und her schießt, kann er die Wand in 10 Sekunden bedecken. Kohlendioxid senkt sich auf die Opfer herab, die fangen an zu husten und sich die Kragen zu lockern. Aber was malt der denn? Naja, er ist ein Theater voller Leute, die ersticken. So nehmen wir die Säcke aus und ziehen weiter. Solange du dich auf die Praxis beschränkst, können sie dir keine Nova-Strafe anhängen. Ja, und dann kommen wir in diese Kleinstadt und sofort mag ich die nicht. Hier ist was los, John. Irgendwas stinkt, das spüre ich. Aber der sagt, ich hätte bloß Bullenshit, seitdem die Nova-Polente aufgetaucht ist. Abgesehen davon betrachten wir die Lage kühl. Nimmt man ständig Opfer aus, ist es genauso wie 3000 Jahre im Schaustellergewerbe. Er baut also sein Amphitheater in einem Steinbruch auf und fängt an, sich in Frauenvereinen bei Dichtern und Neureichen herumzutreiben und organisiert dieses Kulturfest, wie er es nennt. Und ich bin oben in der Kabine eines Krans und pumpe ihm Luft runter. Ja, die Opfer strömen herbei, die alten Schachteln mit Diamanten, Saphiren und Smaragden. Nur so bedeckt und wirklich großartig. Also denke ich, vielleicht habe ich mich geirrt und alles ist koscher, als ich sehe, dass so an die 50 junge Knilche aufgetaucht sind, mit Aqualungen und Fischsperren ausgerüstet, und ohne weiter nachzudenken, brülle ich vom Kran runter: Issi der Verteiler, Sammy der Schlachter, hey Bauer! Inzwischen habe ich die Luftpumpe vergessen und der Kohlensäure-Kit verfärbt sich blau und versucht irgendwas zu sagen. Ich stürze hin und pumpe ihm etwas Luft drüber und der brüllt: Nein, nein, nein! Ich sehe, dass andere Opfer mit Gemurmel und Kameragewehren hinzukommen und dass Sammy und die Jungs es nicht schaffen. Jene Burschen haben den Stromumkehrschalter gedreht. Zu diesem Zeitpunkt stürmt der blaue Dinosaurus persönlich los, um herauszubekommen, was dieses Aufgebären der Tölpel bedeutet, und fängt an, seine magnetischen Spiralen nach den Bauern zu werfen. Die weichen bloß vor ihm zurück, bis ihm der Saft ausgeht und er stoppt. Als nächstes legen die Nova-Bullen uns allen antibiotische Handschellen an. Dann kommt das Viertel mit den Aqualungen, aber das kommt an einem anderen Lesetag, okay? Tschüss.